Hallihallo, hier ist wieder euer Tombi und heute spielen wir mal Star Wars Battlefront, den Modus Absturz. Wie heißt es? Absturzzone? Nee. Ich weiß es nicht. Absturzkapsel retten. Und es ist leider wieder mal ein angefangenes Spiel, deswegen versuchen wir das Beste noch rauszureißen. Ich spiele hier mit der Blasterpistole, die ich relativ cool finde, die so ein bisschen Burst hat. Und springe auch gleich mal zum Objective hin. Zu spät. Da kommt gleich der Orbitalschlag auf mich. Der hat sich selbst umgebracht. Finde ich lustig. Finde ich sehr, sehr lustig sogar. So, ich hoffe, mein Team macht irgendwas raus. Sieht im Moment nämlich gar nicht danach aus, dass die irgendwas daraus gelernt haben. Den habe ich gut gegeben, dem anderen nicht. Das heißt, zwei sind schon allein in der Höhle. Kann man schon davon ausgehen, dass mein Team jetzt 5 gegen 4 gewinnt? Ja, finde ich gut. Finde ich sehr gut sogar. So, das heißt, das Spiel kann man noch rumreißen auf jeden Fall. Abwurfzone, so heißt das Spiel, oder? Ja, ich hätte es die ganze Zeit gewurmt, ehrlich gesagt. Wie kommt denn der da hin? So, und ich muss auf jeden Fall mal gleich mein Setup hier so ein bisschen wechseln. Von Starcards und so, irgendwie gefällt mir das noch nicht. Der hat auf jeden Fall seinen Heal gezogen hier. Ist okay, dann laufe ich einfach mal weg vor ihm. Wir kennen jetzt die Position einer weiteren Rettungskapsel. Rückt schnellstmöglich zu ihr vor. Der stirbt aber durch meine Mine. Kabums, was ist das mit ihm? So, die nächste Rettungskapsel müssen wir auch gleich holen. Haben natürlich die Gegner erstmal. Das ist nicht so schön. Ich habe mein Dings gar nicht gewechselt, meine Sternkartenhand. Da, die sind auch immer zu zweit oder zu dritt, ne? Das ist echt nervig. Hier tötet man den ersten und... Oh, ich hätte nicht bei dem spawnen sollen. Der ist ja so weit weg. Immerhin hat mein Team wieder die Rettungskapsel erobert gerade. Vielleicht nur kurzfristig, vielleicht langfristig, wer weiß. Ich würde ganz gerne auf Sniper wechseln. Geht noch nicht. Jetzt. Ah, nicht getroffen. Wo ist denn hier? Da war das. Auch nicht getroffen. Der wird die Kapsel wahrscheinlich aktivieren können. Ach, und dann von hinten, Menschen. Shit. So, jetzt kann ich aber endlich mal hier auf die andere Hand wechseln, denn die Granate ist doch hier schon die bessere Wahl. Und ich habe ein Geschütz bekommen durch das Power-Up. Finde ich eigentlich gar nicht so gut, weil ich mag die Dinger absolut nicht. Wenn es irgendwas gibt, was ich im Leben hasse, ist es irgendwo stationär rumstehen zu müssen oder auf die Action zu warten. Finde ich sehr, sehr langweilig. Wo ich hier immer spawne. Wenn die Trupps des Imperators diese Rettungskapsel erbeuten, haben sie die Oberhand. Das dürfen wir nicht zulassen. Ja, das dürfen wir echt nicht zulassen. Na, stirbt der? Danke. Haben wir das Ding? Jawohl, wir haben das Ding. Ja, jetzt muss man mal gucken, von wo die kommen. Von hier hinten kommen die teilweise. Das heißt, wir stellen uns mit... Nee, wir kommen gar nicht. Na, vielleicht doch. Das heißt, wir stellen uns hier schön hin. Wo ist denn mein Vierer-Ding hin? Habe ich das irgendwo hingestellt? Habe ich gar nicht gemerkt. Ah. Gut, das haben wir geschafft. Wundert mich, irgendwie kam da jetzt nicht gerade viel mehr. Kein Gegner. Ich dachte, ich hätte ihn gehittet vorher. Gut, wir haben einen Orbitalschlag bekommen. Ich weiß gar nicht, ob ihr den schon mal hatte. Wahrscheinlich schon. Aber unsere Rettungskapsel ist irgendwo ganz, 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 ganz woanders. 2 zu 1 steht's. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ach, die ist innen drin. Verdammt, ich habe irgendwie gedacht, die wäre hier hinten. Übrigens heißt die Map, glaube ich, Eishöhlen auf Hoth. Und das sieht man ja wohl. Und die ist wohl so grafisch mit das coolste, mit einer der coolsten, sage ich jetzt mal. Weil hier diese Eishöhlen drin sehen richtig, richtig fett aus. Ja, ich habe meine Granate, glaube ich, noch geworfen. Hat nur leider nichts gebracht. Okay. Können wir den Partnerstart machen? Ja, das Dumme ist jetzt hier bloß irgendwie mit dem Orbitalschlag hier irgendwas zu machen. Kann ich vergessen. So, ich muss schnell... Oh, da hat mich mein Teammate echt mal super gedefft, muss ich sagen.
richtig gut gemacht und ich merke gerade, ich habe hier immer... ich bleib mal dabei. Ich habe hier den Explosivschuss und der ist recht schwach mit der Waffe, die ich hier gerade spiele. Aber kann man ja trotzdem mal versuchen damit, ne? So, erstmal nach vorne wieder. Direkt, 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 direkt. Hab die Granate hin... den aufgehalten. Und da tötet mich selbst die Granate von irgendwem. Kontaktgranate ist okay. Wir haben das Ding erobert und der Clou ist hier ja auch immer, wenn man das Ding erobert, kommen die einzigen Power-Ups raus, die es hier so auf der Map gibt. Die liegen nirgendwo rum hier in dem Modus. Und weil die jetzt direkt nach unserem Eroberung haben sie den Punkt gekriegt, so gesehen, den Punkt erobert. Und daher haben die jetzt eigentlich unsere ganzen Power-Ups sich absnitchen können. Ja, das ist ein bisschen schwierig hier die Sturmtruppen zu sehen bei dem Weiß. Ich hoffe, der ist relativ nah dran. Nee, das wird deren Kapsel sein, ganz sicher. Es sei denn, irgendwer springt mit dem Schild rein. Ich würde ganz gerne eigentlich das Schild nehmen. Das Schild ist hier unglaublich stark auf dem Modus, weil man einfach hinspringt zur Kapsel und das Schild drückt und erobern kann. Und wenn man denn so weit wegspawnt wie wir jetzt hier, ist es relativ schwierig, das noch irgendwie hinzukriegen. Na, immerhin kriegen wir jetzt die Power-Ups, die hier liegen. Kann man so sagen. Infanteriegeschütz, wenn man dafür erstmal eine Rettungskapsel hat, ist es natürlich Gold wert. Dieses Ding. Eventuell auch so. Springen wir hier mal über die Kluft. Jawohl, jetzt haben wir die. Jetzt können wir hier natürlich das Ding so hinstellen. Wenn du hier auf dem offenen Feld so ein bisschen rumläufst wie der Kerl, bist du da von meinem Geschütz abgeschossen. Das Ding ist halt schon richtig, richtig gut hier auf der Position, glaube ich. Ich bleib hier einfach mal bei dem, falls der hier irgendwo vom toten Winkel aus angegriffen wird. Denn ich möchte eigentlich, dass das stehen bleibt. Es sieht gerade wieder ein. Den da. Mit Schieß drauf. Auch mein Geschütz kaputt zu machen. Ja, der will auch mein Geschütz kaputt machen. Ihr seht, Geschütz hier sehr, sehr, sehr mächtig. Das hält da richtig schön die Leute aus den Eishöhlen erstmal so ein Stück ab. Mein Team defft das auch wahrscheinlich sehr gut im Moment. So, und gleich mal hinrennen, denn wir kriegen da das nächste Power-Up. Das ist auch immer gar nicht mal so zu unterschätzen. Na, war das gar nicht die hier? Nee. Aber ist trotzdem super. Vier haben wir schon. Eine bleibt noch. Na. Da kam die Rolle. Mache ich ja relativ selten, gebe ich gerne zu. So, die Truppen des Kapsels des Imperators, ich kann nicht mehr reden. Na, das wird unmöglich, da jetzt rauszukommen und das zu schaffen, so. Na, ich lasse ihn mal. Bleib mal gerade ein Stück hinten, der wird gleich sterben, denn der soll wiederbelebt werden, der Typ. Das fände ich ganz gut eigentlich. Sag ich mir und verliere gegen den Kerl, der nicht eigentlich weiß, wo er herkommt, aber der hat auch so einen richtig strangen Sidestep gemacht nach links dann oder was das war. Shit, das ist natürlich jetzt genau nach hinten losgegangen. Wäre ich mit ihm drauf gerusht, hätten wir vielleicht den Punkt richtig erobern können. Jetzt wundere ich mich auch wieder, wo sind denn unsere ganzen Leute hier gestorben, dass hier da... Ah, da hat immerhin sich einer nochmal todesmutig hier geopfert und hat das Ding geholt. Ich gehe mal in die Third-Person-Ansicht, da kann man so ein bisschen runterpieken hier. So, der Explosive Shot ist an. Full Damage drauf. Und direkt hier runter. Deffen, deffen, deffen. Stück nach vorne. Ich hoffe mal, die reißen das gerade. So, jetzt haben wir es umgedreht, den Spieß. Und die sind im Nachteil. Gut, ich bleib mal nicht hier. Ich weiß nicht genau, ob die hier unten lang kommen oder oben. Das sieht schon so aus, als würden die hier kommen. Ich bleib einfach bei der Kapsel selbst. So. So, und hier mal so auf dem Vorsprung so ein Stück. Das war's aber auch schon. Das haben wir gewonnen. Nice, richtig gut. Trotz dem anfangs eher schwächlichen Ergebnissen hier des Teams
haben wir das irgendwie noch rumgedreht. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.